Hallo meine Freunde der Hobbyastronomie und ein herzliches Willkommen zum ersten Video hier auf Deep Sky Fotografie. Bevor es mit dem heutigen Astrofotografie-Vlog losgeht, möchte ich aber noch eine ganz kleine Anmerkung machen. Und zwar habe ich nach der letzten Aufnahmenacht festgestellt, dass meine Aufnahmen für den ursprünglichen Astrofotografie-Vlog zu einem großen Teil unbrauchbar sind, weshalb ich diese löschen musste und mir somit relativ viel Material für einen etwas umfangreicheren Vlog fehlt. Ich habe mich aber entschieden, trotzdem noch aus dem übrigen Material das Beste zu machen, also nehmt es mir bitte nicht übel, falls vielleicht die ein oder andere Szene nicht ganz so stimmig zusammenpasst. Aber wie gesagt, ich habe versucht, noch ein bisschen was rauszuholen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie euch das Video dann gefällt. Würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch über Verbesserungsvorschläge und sonstige Anregungen. Also ja, würde ich sagen, rede ich gar nicht länger rum und dann starte ich auch direkt in den eigentlichen Astrofotografie-Vlog rein. Das Objekt, das ich mir für den ersten Astrofotografie-Vlog ausgesucht habe, trägt die Bezeichnung NGC 4565. Das ist eine Spiralgalaxie im Sternbild H der Berenike und ist auch bekannt als Nadel- oder Needle-Galaxie. Das kommt daher, also der Name Nadelgalaxie kommt daher, dass es sich hierbei um eine sogenannte Edge-on-Galaxie handelt. Das bedeutet, wir blicken von der Erde genau auf die Kante dieser Galaxie, wodurch sie eben besonders schmal erscheint und deshalb wie eine Nadel anmutet. Und die Galaxie ist ziemlich beliebt und auch sehr bekannt unter Hobbyastronomen, vor allem nicht nur unter Astrofotografen, sondern auch unter Beobachtern, die nur visuell unterwegs sind. Denn die Galaxie ist gerade jetzt während der Galaxiensaison im Frühling relativ leicht zu finden und auch nicht allzu dunkel, sodass sie auch schon mit passenden Teleskopen leicht beobachtet werden kann. Das soll es aber erstmal mit dem Vorgeplänkel gewesen sein. Ich würde sagen, jetzt skippen wir einfach weiter zu den Einstellungen in der ASIR-App. So Leute, wie versprochen, melde ich mich jetzt hier wieder. Die Nacht ist jetzt mittlerweile hereingebrochen. Die astronomische Dämmerung ist vorüber. Wir haben es jetzt 22.19 Uhr. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, ich habe jetzt alles vorbereitet. Oben links das Auto-Guiding läuft wirklich astrein. Also es ist wirklich sehr, sehr gut heute. Der Fokus ist da und wenn ihr auch ganz genau hinschaut, in der Mitte seht ihr schon so ein ganz kleines bisschen die Nadelgalaxie. Aber ich mache jetzt nochmal ein Preview, eben mit 180 Sekunden, wie ihr rechts sehen könnt. Denn mit dieser Aufnahmedauer möchte ich dann auch wirklich aufnehmen. Und ja, in 20 Sekunden sehen wir dann das finale Bild, also so wie dann eben die einzelnen Lights werden sollen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ich bin extrem aufgeregt auch, weil ja, es ist wie gesagt meine erste Galaxie so mit der Kamera und ich bin wirklich gespannt, wie es wird. Man kann es ja bis jetzt nur so ein bisschen erahnen und jetzt ist es gleich soweit. 2, 1, so jetzt muss noch verarbeiten, Leute, und dann werden wir gleich das Ergebnis sehen. Ich hoffe, das Guiding und so haut alles hin. Aber wow, also guckt euch das an, das ist einfach, das, also keine Ahnung, ich finde, das macht einen immer sprachlos und das ist wirklich auch das, was immer den besonderen Reiz an der Astrofotografie eben ausmacht. Ich würde nur ein was noch machen und zwar gibt es diese wunderbare Center-Funktion und zwar kann man, wenn ihr beim ASIR bei der App auf eine Stelle im Bild gedrückt haltet, dann erkennt er quasi, ja, dass das das Bildzentrum ist und dann fährt er die Montierung eben dahin. So, und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt vom Preview-Modus in den Autorun und bereiten jetzt hier alles vor. Wir setzen das hier nochmal zurück. Ich habe hier vorhin schon Flats aufgenommen. Die werde ich dann aber wahrscheinlich nochmal machen müssen. Das muss ich mal sehen. Jetzt stellen wir aber jetzt hier wirklich das Richtige ein. Die Lights, 180 Sekunden. Den Repeat, ja, das machen wir einfach mal, keine Ahnung, auf 300. Ich breche das dann eh zwischendrin ab, wenn ich denke, okay, das ist jetzt genug. Überprüfen wir nochmal alles. Group by Slot, Meridian Flip. Brauchen wir nicht, weil grundsätzlich ist es eine gute Sache. Ich starte ihn nebenher noch, aber ich erzähle trotzdem noch weiter.
grundsätzlich Meridian Flip wirklich eine gute Sache, gerade wenn man viel Ausrüstung auf der Montierung hat und sich da eben irgendwas gegenseitig blockieren könnte. Bei mir ist das nicht der Fall. Ich habe meine gesamte Ausrüstung wirklich so gemanagt, dass da wirklich das, wenn das jetzt, sag ich mal, den Südmeridian durchgeht, kein Problem sein sollte. Und jetzt würde ich sagen, ich habe jetzt gar nicht mehr so groß was zu erzählen. Lasst euch einfach überraschen, wie das Ergebnis wird, so wie ich jetzt auch. Und ja. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen ersten Astrofotografie-Vlogs angekommen. Vielen Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Und falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Abo da. Schreibt mir aber auch unbedingt in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal vielleicht besser machen könnte. In diesem Sinne, bis dahin und clear skies!